Schaffen wir das? Angela Merkel mächtig unter Druck. Unterwegs in Israel, Dresdner Musiker auf ungewöhnlicher Mission. Kunst und Schmerz, Pjotr Pawlenskis Kampf gegen das System. Einen schönen guten Abend zur Kulturzeit. Schon wieder ein neuer Grenzzaun in Europa. Österreich will ihn demnächst an den Grenzen zu Slowenien aufziehen. Kilometerlang, verstärkt mit Patrouillen. Angeblich geht es um eine geordnete Einreise und nicht um eine Sperre. Da sind sich Österreich und Slowenien einig. Europa hat in der Flüchtlingsfrage versagt. Auch die Idee einer gemeinsamen politischen Institution und Heimat steht vor einem Scherbenhaufen. Im Moment existiert Europa nur noch als gemeinsamer Wirtschaftsraum, als Subventions- und Bürokratiemoloch. Aber kann Europa so überleben? Viele Länder nehmen gerne EU-Gelder, entziehen sich aber gleichzeitig der politischen und moralischen Verantwortung. Jetzt hilft nur noch die Notbremse. Europa muss sich verändern. Lars Friedrich. Nichts geht mehr. Der träge Koloss droht auseinanderzubrechen. Jetzt wissen wir, Europa, die EU, ist nicht für die Krise gemacht. Das Flüchtlingsdrama offenbart Europas hässlichste Seiten. Hunderttausende Menschen auf der Suche nach Frieden, Schutz, vielleicht auch Wohlstand. Schäbig werden sie abgewiesen. Von einer Grenze zur nächsten. Kaum ein Land bereit, sie aufzunehmen. Deutschland wird hier völlig im Stich gelassen. Man hat sogar das Gefühl, dass es einige Länder gibt, die ein gewisses Vergnügen daran finden, Deutschland gegen die Wand laufen zu lassen. Und es gibt keinerlei europäische Solidarität mehr. Das heißt, das Projekt Europa ist im Moment als gescheitert anzusehen. Der Wahlspruch der EU, in Vielfalt geeint, eine Farce. Populisten wie der Ungar Viktor Orban betonen ihre nationale Souveränität. Er hat da etwas nicht verstanden. Mitglied der EU sein bedeutet, nationale Souveränität abzutreten. Ähnlich in Polen. Nein, man will keine Aufnahmequoten und Muslime schon gar nicht. Wohin man sieht, nationale Egoismen. Ihr wollt keine Flüchtlinge. Einverstanden. Dann nehmen wir euch 30% der europäischen Unterstützung für die Landwirtschaft, für eure Bauern. Und das tun wir in einem Flüchtlingsfonds. Es ist doch gerecht. Ihr wollt nicht daran teilnehmen, es ist euer gutes Recht, auch Herr Orban. 30-40% weniger der Strukturfonds. Ihr dürft egoistisch sein, aber wir brauchen das Geld, um solidarisch zu sein. Wie viel wirtschaftspolitische Souveränität hat denn Ungarn? Null. In der EU können Sie mitreden. Wie viel währungspolitische Souveränität hatte denn Holland oder Österreich? Bei der Europäischen Zentralbank können Sie mitreden. So, Sie haben also gewonnen an Souveränität durch den Abtritt von Souveränität. Doch der Schwung der frühen Jahre ist dahin. Krisendiplomatie dominiert. Hektische Nachtsitzungen mit oft bescheidenen Kompromissen bei 28 Mitgliedstaaten. Den Punkt macht nicht selten, wer über die beste Kondition verfügt. Mit einer Einstellung zu sagen, nein, jetzt ist nicht die Zeit für fundamentale Fragen. Jetzt müssen wir erstmal Löcher stopfen. Und so kommt man von dem einen gestopften Loch zum nächsten gestopften Loch und hat trotzdem keine Strategie fürs große Ganze und verliert eben das große Ganze aus dem Blick. Und das große Ganze ist insbesondere eben auch die Bevölkerung Europas. Natürlich ist die EU eine Erfolgsgeschichte. Sie machte ehemalige Feinde zu Partnern, stabilisierte und integrierte junge Demokratien. Und keine Grenzkontrollen mehr zwischen Deutschland und Frankreich. Eine gemeinsame Währung. Die Vereinigung wurde immer größer. Tiefer wurde sie nicht. Wenn wir uns Europa heute angucken, ist, dass wir einen wunderbar integrierten Wirtschaftsraum haben. Dass aber die Hoffnung, dass der Euro so eine Art Anfangsmomentum kreiert, um eine Balance herzustellen zwischen dem, was wirtschaftlich schon integriert worden ist und politisch und sozial noch fehlt, das ist nie passiert. Stattdessen gibt es ein Rollback. Nationalistische Parteien feiern europaweit Wahlerfolge. Die FPÖ in Österreich, Kaczynski in Polen und in Frankreich gilt Marine Le Pen als mögliche nächste Präsidentin. Allesamt antieuropäisch. Marine Le Pen sagt, ich steig aus dem Euro aus. Ich steig aus Europa aus. Der Globalisierung sage ich ciao, ade,
Zurück zu Frankreich. Klingt wunderbar. Manchmal träume ich, das soll sie noch mal ein Jahr in die Macht kommen und das machen. Wer glaubt, dass wir in einer Welt leben, wo es uns noch gut gehen kann, wenn wir Zäune um unser Land ziehen, und zwar in jeder Hinsicht, ökonomisch, was Migration angeht, etc., etc., dann kann ich nur sagen, viel Vergnügen auf diesem Weg in den Abgrund. Europa, dieser Nasenpopel. Deutschland ist im Weltmaßstab so groß wie Luxemburg für uns. In der EU leben 7% der Weltbevölkerung. Nur gemeinsam haben wir eine Chance, unseren Lebensstil zu erhalten. Wohlstand und Freiheit. Doch die Fliehkräfte sind enorm. Der Traum heißt die Vereinigten Staaten von Europa. Wenn heute die Deutschen und die Franzosen sagen, okay, wir müssen einen Schritt weiter in Europa machen und eine föderale Verfassung vorschlagen, zu zweit, und sagen, wer mitmacht, macht mit. Und wer nicht will, ist gutes Recht, dann sind sie assoziierte Mitglieder, privilegierte Partnerschaft. Vielleicht werden 6 oder 7 Staaten nur sein, aber die werden dann wirklich föderal weitergehen. Ich glaube nicht, dass wir so weit sind, dass wir wirklich uns als wie ein Staatsvolk verstehen können. Das geht gar nicht. Unsere kulturellen Unterschiede sind noch viel zu groß und viel zu wirksam. Und ich meine damit nicht Literatur oder Theater, sondern ich meine die Kultur von Tarifverhandlungen, die Kultur, wie wir Unternehmen führen, wie wir das Verhältnis Staat-Wirtschaft definieren, etc. etc. Da unterscheiden wir uns in Europa so krass, dass das noch gar nicht zusammengefügt werden kann. Grenzüberschreitend scheint momentan nur das Vorherrschen dumpfer Ressentiments bei einem wachsenden Teil der Bevölkerung. Keine Veränderung, nichts Fremdes. Die europäische Politik macht das seit Jahren vor. Abschottung nach außen. Darauf einen Friedensnobelpreis. Wir müssen an eine Zukunft denken, in der die Idee einer abendländischen Kultur nicht mehr zu halten ist und auch nicht mehr und schon gar nicht wieder zu gewinnen ist. Denn eigentlich ist sie ja längst verloren. Das ist ein Traum, der nach hinten gerichtet ist. Ein Traum der Vergangenheit, von dem wir uns endlich verabschieden müssen und der Realität ins Auge sehen. Das heißt, diejenigen, die zu uns kommen, sind ein Teil von Europa. Und wir haben sie als Teil von Europa zu sehen. Europa wird sich verändert, Europa hat sich verändert und Europa verändert sich jeden Tag. Immerhin diese Erkenntnis liefert die Krise. Europa muss sich verändern. Wer im Status quo verharrt, das lehrt die Geschichte, ist dem Untergang geweiht. Wir müssen lernen, solidarisch zu sein, gegenüber anderen und untereinander. Und souverän genug, Souveränität abzugeben. Diese Chance hat Europa, der müde, alte Kontinent. Einen anderen Weg schlägt Deutschland ein. 7 Milliarden Euro für die Flüchtlingspolitik. Damit sollen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unter anderem 4.000 Stellen geschaffen werden. Auch die Hochschulen bekommen rund 100 Millionen für die bessere Integration von Flüchtlingen. Im Zentrum all dieser Entscheidungen steht eine Frau, die gemäß dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes derzeit die mächtigste Frau der Welt ist, Angela Merkel. 10 Jahre ist sie nun im Amt. Der Economist lobte sie diese Woche als unentbehrliche Europäerin und wünscht ihr sogar eine weitere Amtszeit. Doch mit ihrer uneingeschränkten Willkommenskultur hat sie sich auch viele Feinde geschaffen. Über Angela Merkel, über die Elogen und Anfeindungen unterhalte ich mich gleich mit dem Publizisten und Autor Ralf Bollmann. Sehen Sie zuvor den Beitrag von Katrin Seibold. Lawinen kann man auslösen, wenn irgendein etwas unvorsichtiger Skifahrer an den Hang geht und etwas Schnee bewegt. Auch Worte können Lawinen lostreten. Was hat er damit gemeint, Mittwochabend in Berlin? Oder besser Wien? Lobeshymnen lesen kann man. Auch im Ausland jubelt die Presse. Traumtänzerin oder Traumfrau. Bisher hat sie die Deutschen immer beruhigt und ihnen weltpolitische Probleme vom Hals gehalten. Finanzkrise. Sie erklärt die Spareinlagen für sicher. Die Deutschen sind beruhigt. Der Euro wackelt.
Die Deutschen wollen ihre Währung behalten und für die Krisenländer nichts bezahlen. Merkel findet die passende Formel. Ukraine-Krise. Merkel fliegt zu Putin und rettet den Frieden. Und jetzt? Der Druck steigt. Es klingt uns in den Ohren, was sie jüngst zur Flüchtlingskrise sagte. Wenn wir jetzt noch anfangen müssen, uns dafür zu entschuldigen, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Sie hat ihrem Volk die Vertrauensfrage gestellt. Auf die Frage, ob es eine neue Angela Merkel geben werde, sagte sie kurz nach der Wahl: Sie werden mich kennenlernen, wie ich bin. Wer ist die Kanzlerin heute? Zugeschaltet aus Berlin ist mir nun der Publizist und Autor Ralf Bollmann, der das Buch Die Deutsche Angela Merkel und wir geschrieben hat, welches 2013 im Klett-Cotta Verlag erschienen ist. Guten Abend, Herr Bollmann. Guten Abend, Frau Mayer. 10 Jahre Angela Merkel, wer war sie damals, wer ist sie heute? Angela Merkel hat ja mal nach der Bundestagswahl gesagt, auf die Frage, ob sie sich jetzt verändern würde, sie werden mich so kennenlernen, wie ich bin. Und in gewisser Weise stimmt das auch jetzt. Sie hat in der Flüchtlingskrise doch gewisse Eigenschaften und Ansichten zum Ausdruck gebracht, die sie vorher ein bisschen versteckt gehalten hat. Denn die Frau, die ja die meiste Zeit ihrer Amtszeit bei den Deutschen so beliebt gewesen ist, hat ihrerseits doch immer ein starkes Misstrauen gegenüber dem eigenen Volk zum Ausdruck gebracht, was die Ängstlichkeit der Deutschen betrifft, die geringe Veränderungsbereitschaft, das geringe Bewusstsein für die weltpolitische Verantwortung Deutschlands und auch ein mangelndes Geschichtsbewusstsein, eine gewisse Geschichtsvergessenheit, auch in Anbetracht zum Beispiel jetzt der rechtsradikalen Übergriffe auf Flüchtlingslager oder der Pegida-Demonstrationen. Und das alles kommt, glaube ich, jetzt in ihrer Position, die sie zur Flüchtlingsfrage eingenommen hat, zum Ausdruck. Sie haben das schon eben richtig angedeutet. Wir kannten Sie eher ein bisschen als Zaudernde, ja, die vorsichtig war, die alle zufriedenstellen wollte. Jetzt trifft sie plötzlich einsame Entscheidungen. Was konkret hat sich da jetzt verändert? Ja, also sie hat sehr lange sehr viel Rücksicht genommen auf diese Befindlichkeit der Deutschen, die sie ja so ein bisschen als Außenstehende, auch wenn man so will, als ehemalige DDR-Bürgerin, was die Westdeutschen betrifft, auch als Migrantin im eigenen Land kennengelernt hat. Sie hat ihr Reformprogramm, mit dem sie ja 2005 mal angetreten war im Sozialbereich, hat sie nicht umgesetzt, ganz im Gegenteil, Mindestlohn und Rente mit 63 eingeführt. Und sie hat auch in der Außenpolitik immer versucht, die Weltläufe sozusagen von den Deutschen fernzuhalten. Und ich glaube, dass im Spätsommer eine Situation da war, wo sie einfach fand, dass das nicht mehr ging. Ich glaube, eine persönliche Note kommt an dem Punkt hinzu. Es ging ja in der Nacht des 4. September, als der österreichische Bundeskanzler bei ihr anrief und um Hilfe bat, nicht um irgendeine Grenze. Es ging um die Grenze zwischen Ungarn und Österreich, an der im Sommer 1989 der eiserne Vorhang zum ersten Mal gefallen ist und sozusagen den Einsturz der DDR bewirkt hat. Und Frau Merkel persönlich hatte ihre Freiheit, und ich glaube, so hat sie das auch immer empfunden, diesem Umstand zu verdanken. Und jetzt eine Entscheidung zu treffen, die dazu geführt hätte, dass da wieder Stacheldraht gezogen worden wäre, das ging, glaube ich, wirklich gegen ihre Grundüberzeugung. Ja, und Sie haben das auch ganz richtig gesagt mit der persönlichen Note. Neuerdings spricht sie nämlich auch über Gefühle. Und dafür war ja nun wirklich kein Platz in der Politik bisher. Naja, kein Platz ist übertrieben. Sie hat auf subtile Art und Weise an Gefühle appelliert. Also die Geschichten, die dann immer so unter der Hand gestreut wurden, dass sie gerne Kartoffelsuppe kocht und Pflaumenkuchen backt, natürlich appelliert das an Gefühle. Aber es ist sozusagen eine andere, offenere, weniger zurückhaltende Art, über Gefühle zu reden jetzt. Für den Economist ist sie derzeit die einzige Politikerin, die die Werte Europas verteidigt. Ist sie sowas wie die moralische Instanz für Europa? Oder die moralische, ja, moralische Instanz ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber sie ist schon sowas wie ein Ankerpunkt in Europa. Sie ist die mit Abstand dienstälteste Regierungschefin. Deutschland ist das mit weitem Abstand wichtigste Land. Und wenn es irgendeine Politikerin, irgendeinen Politiker gibt, der oder die Europa zusammenhalten könnte, dann ist das natürlich in der Tat Angela Merkel. Und wenn Sie die Moral so verstehen, dass es in gewisser Weise hier in dieser Frage auch um westliche Werte, auch um die Glaubwürdigkeit des Westens geht, dann hat das sicherlich auch mit diesen Fragen zu tun. Was werden denn jetzt die Herausforderungen in Zukunft sein, die Sie in den nächsten Jahren anzugehen haben?
Tja, wenn man das vorher wüsste, die nächste Krise kommt bestimmt, kann ich dazu nur sagen. Wir sind in den vergangenen Jahren immer überrascht worden. Wir haben gedacht, die Finanzkrise, die Eurokrise, die Ukraine-Krise, jetzt die Flüchtlingsfrage, das ist schon die größte Krise, die man sich vorstellen kann. Wer weiß, was kommt. Aber eines muss man auf jeden Fall sagen, ihr politisches Profil hat Angela Merkel erst seit dem Ausbruch der Finanzkrise als Krisenkanzlerin gewonnen. Vorher waren ihre Popularitätswerte relativ schlecht und alle haben gefragt, naja, was hat diese Frau eigentlich für einen Plan fürs Kanzleramt? Herr Bollmann, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Während die einen die Kanzlerin noch feiern, sehen die anderen bereits eine schleichende Entmachtung. Ich möchte in diesen Zeiten kein Politiker sein, sagte der Dresdner Star-Dirigent Christian Thielemann. In der Oper gebe es keine Ausländerfeindlichkeit, so könne man auch keinen Spielbetrieb machen. Das weiß auch die neue jüdische Kammerphilharmonie Dresden, welche zum ersten Mal nach Israel reiste, um in Jerusalem und in Tel Aviv zwei Konzerte zu geben. Dirigent Michael Herschel versteht die Musik als Botschaft, gerade in Zeiten wie diesen, in denen sich die Rechten und Rechtsradikalen in Dresden formieren. Das Orchester will einen wichtigen Beitrag leisten als Botschafter für ein weltoffenes Kulturleben in Sachsen. Uri Schneider. Ein israelischer Geiger, ein amerikanischer Dirigent, 23 Streicher aus Sachsen. In Jerusalem spielen sie Musik, die unter Hitler verboten war. Jüdische Komponisten der 30er Jahre, auch Felix Mendelssohn, den getauften Juden. Mendelssohns Musik war genauso auf dem Index. Also der ist vollberechtigt. Mendelssohn dürfte nicht gespielt werden im Dritten Reich öffentlich. Und der einzige Unterschied zu unserem gewöhnlichen Repertoire ist, dass wir ihn natürlich nicht wiederentdecken müssen. Wiederentdeckung, das Schlagwort von Michael Herschels Orchester. Neue jüdische Kammerphilharmonie Dresden nennt er sein Ensemble. Der Name ist irreführend. Nur wenige der Musiker sind Juden. Jüdisch ist deren Musik. Die Werke, so erzählt der Dirigent einem Publikum von israelischen Musikstudenten vor der öffentlichen Generalprobe, sind meist Kompositionen von Musikern, die von den Nazis als entartet verfolgt wurden. Manche der Komponisten wurden in den Konzentrationslagern ermordet. Andere überlebten und emigrierten. Manche kamen hierher. Andere gingen in die USA. Und auch dort im Exil schrieben sie weiter wundervolle Musik. Diese Musik aber wird kaum irgendwo von irgendjemandem gespielt, weil alle sie vergessen haben. Deshalb haben wir dieses Orchester gegründet, um diese Musik zurückzubringen. Exil in Hollywood schrieben viele von ihnen Filmmusik. William Wylers Ben Hur zum Beispiel wäre undenkbar ohne den Soundtrack von Miklos Roja. Herschel zeigt uns Porträts. Alexander Zimlinski und Erich Wolfgang Korngold standen in der Tradition von Beethoven und Schubert. Alle, auch Franz Schreker und Miklos Roja, sahen sich als deutsche Komponisten. Dass sie dann aus Gründen ihrer Herkunft als entartet und volksversetzend und so weiter eingestuft wurden und ihre Musik auch so besprochen wurde, war natürlich eine große Überraschung für die, weil die war zutiefst deutsch im besten Sinne. Fotoshooting am Morgen. Die Landesregierung Sachsen finanziert die Reise mit, will Bilder ihrer Kulturbotschafter in Israel. Hava Nagila, ein Hauch Selbstironie. Das Orchester genießt die Reise, auch wenn die Lage in Jerusalem angespannt, gefährlich ist. Täglich gibt es palästinensische Attentate. Israel hat 900 Polizisten in der Altstadt stationiert. Wir lesen ja auch Zeitungen und wir wissen das auch vorher, bevor wir hierher fahren, dass es gefährlich werden könnte. Und das ist einfach eine Einstellungsfrage. Zwischen Proben, Konzerten und Fotoshootings Pressetermine für Michael Herschel. Ein Interview im Fernsehsender i24. Wie kommt es, wird der Dirigent immer wieder gefragt, dass diese Musik so unbekannt ist? Die Antwort ist erschütternd. Viele der Komponisten, die nach dem Krieg zurück nach Deutschland wollten, standen vor verschlossenen Türen. Das war auch, das muss man sagen, dezidiert eine
eine gehörige Prise Antisemitismus dabei. Man hatte keine Lust, die Musiker, die vielleicht zurückkehren wollten, zurückzubitten. Man hat sie nicht zurückgebeten. Und das ist Zeitgeschichte. Eine dunkle Randnotiz in der Kulturgeschichte des jungen Nachkriegsdeutschlands. Zwischen Proben und Konzert besucht das Orchester Yad Vashem, die Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. Erschütternd. Es fehlen einem die Worte. Die Musiker sind sichtlich bewegt. Nicht zuletzt, weil sich zu Hause ein neuer Rechtsradikalismus breitmacht. Auch deswegen unterstützt Sachsen die Israel-Reise des Orchesters. Die Botschaft: Sachsen ist nicht Pegida. Ich bin sozusagen ein lebender Beweis dafür, wenn das wirklich die Stimme von Sachsen wäre, wenn das wirklich in dem Land so gedacht werden würde, dann würde ich dort nicht leben. Am Abend des Konzerts eine letzte Probe. Allen ist bewusst, warum sie hier sind. Ich denke, wir haben viel gut zu machen, auch auf kulturellem Gebiet. Und einfach deshalb ist es uns ein Bedürfnis, auch 2, 3, 4 Generationen später nach dem Holocaust auch kulturell hier wieder etwas zu tun. Wenn man die Chance hat, Komponisten, die quasi vom Schicksal benachteiligt waren, zu rehabilitieren, ist das eine gute Gelegenheit. Der kleine Saal ist gerade einmal halb voll. Am Tag hat es 2 Attentate gegeben. Doch die, die gekommen sind, wissen zu schätzen, was die Philharmonie aus Dresden ihnen bringt. Ich bin froh, dass sie hergekommen sind, trotz allem, was heute in diesem Land geschieht. Ja? Ich ziehe mir den Hut ab. Das hat mein Vater mal so gesagt, in Österreichisch und Deutsch. Ja? Dieser Musik neues Leben einzuhauchen und zu sehen, dass weder Diktaturen noch der Tod dieser Musik ein Ende machen konnten, das gibt einem schon Hoffnung. Michael Herschel hätte es nicht besser sagen können. 70 Jahre nach der Shoah hat die Musik der neuen jüdischen Kammerphilharmonie Dresden Hitlers Barbarei besiegt. Die Kammerphilharmonie wurde übrigens erst 2007 gegründet und hat hoffentlich noch eine lange Zukunft vor sich. Für all jene, die zu Hause einen Kamin haben, kommt jetzt die Zeit, in der sie ihn hoffentlich öfters mal anzünden. Alle anderen, wie ich auch, zünden eben Kerzen an und machen es sich gemütlich. Dazu gehört gute Literatur oder ein Krimi. Zum Beispiel einer der neuesten aus unseren Krimibuchtipps von Martin Schöne. Vor Leavenworth. Spezialeinheiten stürmen das Militärgefängnis. Ein Ausbruchsversuch. Stromausfall, geöffnete Zellentüren. Hochverräter Robert Paller nutzt das Chaos. Schlüpft in die Kampfmontur eines Soldaten. Der Rest ein Kinderspiel. Drunter mischen, mitlaufen, zum Tor hinausmarschieren. Ganz einfach. Robert Paller wird zum meistgesuchten Mann der USA. Und ausgerechnet dieser Mann soll ihn finden und zurückbringen. John Paller, der jüngere Bruder des Flüchtigen und Militärpolizist. Wenn ihn einer finden kann, dann er. Dieser Meinung jedenfalls ist das Pentagon. Doch John hat Zweifel. Saß sein Bruder zu Unrecht lebenslang ein? John Paller nutzt alle legalen und illegalen Möglichkeiten, seinen Bruder zu finden. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Zuweilen sind die Figuren holzschnittartig, die Dialoge am Rande der Banalität. Und dennoch, Thriller-Autor David Baldacci schafft es wieder einmal, den Leser zu packen. Ist Blut wirklich dicker als Wasser? Wie wird das Bruderduell ausgehen? Escape von David Baldacci. Kein Meisterwerk, aber ein spannungsreicher, kurzweiliger Thriller. Für Verschwörungstheoretiker und Technikfreaks ein Muss.
Willkommen in der schaurig schönen Welt der Französin Fred Vargas. Menschliche Abgründe, unkontrollierbare Angst, subtiler Horror, kunstvoll verpackt. Wie Gift, das langsam wirkt. Und über allem schwebt der Wahn. Vargas Figuren sind aus der Zeit gefallen. Dinosaurier in einem modernen Paris. Der stoische, charismatische Kommissar Adamsberg erinnert an Georges Simenons Maigret. Nein, keine Kopie, im Gegenteil. Einzigartig. Auch sein neuer Fall ist mysteriös. Eine Reihe von scheinbaren Selbstmorden setzt ihm zu. Bald schon wird klar, die Toten verband ein dunkles Geheimnis. Ganz Vargas typisch verlässt der Leser bald das sichere Terrain der Wirklichkeit und taucht ein in die fremde Welt archaischer Geheimbünde. Die Anhänger Robespierres erstarrt in Todesangst. Der grausame Mörder verborgen hinter einer Maske. Das barmherzige Fallbeil von Fred Vargas. Ein schwarzes, kunstvolles Märchen. Allerhöchste Erzählkunst aus Frankreich. Ein Volltreffer. Heute wurde bekannt, dass der russische Performancekünstler Pjotr Pawlenski laut Richterbeschluss bis zum 8. Dezember in Untersuchungshaft bleibt. Daher wird er nicht zur Eröffnung seiner eigenen Retrospektive nach Hamburg kommen. Diese wird Ende November beim Festival Nordwind auf Kampnagel gezeigt. Pawlenski hatte in Moskau in der Nacht zum 9. November an der Eingangstür der Zentrale des russischen Geheimdienstes FSB ein Feuer gelegt, aus Protest gegen den endlosen Terror der Sicherheitsbehörden. Es wurde ein Verfahren gegen ihn wegen Vandalismus eingeleitet. Pawlenski drohen nun 3 Jahre Haft. Dagmar Ege hatte den Künstler noch kurz zuvor bei den Vorbereitungen seiner Show getroffen. Pjotr Pawlenski ist hart im Nehmen. Er näht sich den Mund zu, schneidet sich ein Stück Ohr ab oder lässt sich in Stacheldraht einwickeln. Alles, um gegen den repressiven russischen Staat zu protestieren. Ist das Aktivismus, Wahnsinn oder große Kunst? Um das herauszufinden, treffen wir Pawlenski bei den Vorbereitungen zu seiner Ausstellung auf dem Nordwind-Festival in Hamburg. Es ist seine erste Ausstellung in Westeuropa. Ein Coup für den Kurator des Festivals. Pawlenski ist ein einzigartiger Künstler, der Konfrontation mit der russischen Gesellschaft sucht und mit der russischen Öffentlichkeit und von daher die Übergangsprozesse, die gerade stattfinden, unheimlich deutlich sichtbar macht, sodass wir halt eben auch hier im Westen begreifen, was gerade in der russischen Gesellschaft passiert. Meine Kunst handelt von der Beziehung zwischen der Staatsmacht und der Gesellschaft. Die Regierung tritt als Gewaltapparat auf. Und die Gesellschaft kann selbst entscheiden, ob sie darauf antwortet oder ob sie die Staatsmacht einfach gewähren lässt. Pawlenski hat sich entschieden zu antworten, indem er die Gewalt radikal gegen sich selbst richtet. Seit Anfang des Jahres versucht ein Gericht, ihn in die Psychiatrie einzuweisen, bisher ohne Erfolg. Das Gerichtsverfahren wegen einer brennenden Barrikade aus Solidarität für die Maidan-Revolution läuft noch. Doch einen ersten Erfolg hat Pawlenski schon errungen. Zu Beginn des Prozesses wechselte der Chefankläger Pavel Jasman überraschend die Seite. Pawlenskis Kunst hat ihn so überzeugt, dass er heute sein Verteidiger ist. Ein Gerichtsprozess ist wie ein Opfertanz von Kannibalen. Jeder hat seine rituelle Rolle und führt zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Handlung aus. Diese Handlungen führt Pawlenski ad absurdum und macht Kunst daraus. Die Verhöre vor seinem Prozess schnitt er heimlich mit und lässt den Text von Schauspielern aufführen. Ein Stück absurdes Theater. Pawlenski zettelt eine kunsttheoretische Debatte an.
Der Ermittler ist am Verzweifeln. Ich muss Sie hier unterbrechen, Herr Pawlenski. Ich habe den Grundgedanken verstanden. Er ist geradezu genial einfach. Aber Sie formulieren sehr allgemein. Geht es nicht etwas konkreter? Pawlenski ist eine Art Till Eulenspiegel. Ein weiser Narr, der der Macht den Spiegel vorhält. Dabei ist er so kompromisslos, dass man kaum hinschauen kann. Er nagelt seinen Hodensack auf den Roten Platz, um gegen politische Gleichgültigkeit und Fatalismus zu demonstrieren. Der zugenähte Mund, der Pawlenski zur Berühmtheit machte, war ein Zeichen der Solidarität mit Pussy Riot. Und er schnitt sich wie Van Gogh ein Stück Ohr ab, um gegen das Psychiatriewesen zu protestieren. Auf der Mauer der Anstalt, in der schon sowjetische Dissidenten weggesperrt wurden. Pawlenskis Aktionen enden, wenn die Polizei ihn abholt. Seine Kunst geht dann aber noch weiter. Nach meiner Aktion haben die Psychiater versucht, mich zu diagnostizieren. Allerdings haben sie nur ihre eigene Voreingenommenheit bewiesen. Ich hatte innerhalb von 24 Stunden drei Untersuchungen. Zwei erklärten mich für krank, aber mit widersprüchlichen Diagnosen. Einer hielt mich für gesund. Meine Geste hat sich als stärker erwiesen als der Machtapparat. Diagnostiki, которые находили у меня какие-то, ну, какую-то болезнь. Жест оказался сильнее, чем аппараты власти и их ресурсы. Pawlenski mag radikal sein, militant ist er nicht. Niemals wehrt er sich gegen seine Verhaftungen. Durch seine Passivität stellt er den russischen Behördenapparat bloß, macht ihn zum Akteur seiner Kunst. Als er nach seiner Stacheldrahtaktion eine Vorladung zum Gericht bekommt, fällt ihm ein vielsagendes Detail auf. Die Unterschrift des Richters. Sie gleicht seiner Stacheldrahtrolle. Das Dokument wird zum Teil seiner Hamburger Ausstellung. Dort will Pawlenski Ende November auch Workshops halten, falls er bis dahin noch nicht verurteilt und eingesperrt wurde. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber solange es geht, mache ich weiter. Ich versuche, die Formen politischer Kunst weiterzuentwickeln und die Mechaniken der Macht immer besser zu verstehen. Egal, wie Pawlenskis Gerichtsprozess ausgeht, große Kunst ist er jetzt schon. Ob wir in 10 Jahren von Pawlenski noch sprechen werden, wird die Geschichte zeigen. Künstler, gerade junge, werden oft als Durchlauferhitze missbraucht oder verbrennen sich. Genau das will aber Sophie Pacini nicht. Die Münchner Pianistin ist erst 24 Jahre alt und steht ganz am Beginn ihrer Karriere. Das Klavier bezeichnete sie schon immer als ihren besten Freund. Mit 8 Jahren wusste sie, dass sie eines Tages Pianistin werden möchte. Nachdem sie jüngst den Echo-Preis erhalten hat, wurde sie von einer Welle von Konzertanfragen überrollt. Bei Kulturzeit hat Sophie Pacini schon heute ihren Auftritt. Andreas Krieger hat sie getroffen. Sie spielt klug und frei, eine Unstressbare. Das Interview zum Beispiel gibt sie kurz vor einem wichtigen Auftritt in Rosenheim. Ich war eigentlich immer guter Laune. Da waren ja doch viele, die einfach eben von zu Hause so, ja, jetzt musst du wieder Klavier üben. Und für mich war das irgendwie so, ja, ich spiele halt jetzt Klavier und wenn ich nicht Klavier spiele, dann bin ich eben draußen. Ich war irgendwie kein hyperaktiver Quirl, aber immer gut drauf und wollte immer Harmonie um mich herum. Insofern dann so ein Sonnenschein zu sein, in der Früh aufzustehen und zu sich zu denken, ich bin so froh, dass ich dabei sein darf. 1991 in München geboren, Tochter deutsch-italienischer Eltern, aufgewachsen in Aiing. Eine ihrer besten Freundinnen, Martha Agerich. Sophie hatte ihr vor 5 Jahren in einem italienischen Hotel aufgelauert, sich frech an ihren Flügel gesetzt und einfach losgespielt.
plötzlich stand sie dann wirklich vor mir, war miesester Laune. Also sie war wirklich schlecht drauf. Was willst du mir überhaupt vorspielen? Ja, die H-Moll-Sonate von Liszt. Und ich glaube, da hat sie sich gedacht, die spinnt endgültig. Und ich habe angefangen zu spielen, mir klopfte das Herz bis hier rauf. Weil ich habe eigentlich mein Leben gespielt. Und plötzlich ist sie aufgestanden und lief wirklich auf mich zu und umarmte mich ganz stürmisch und küsste mich eben auf die Wange und meinte, sei veramente bravissima, du bist wirklich sehr gut, weißt du das? Und mir rollten nur die Tränen. Wenn die Agerich heute nach München kommt, dann ist sie bei Sophie zum Üben, Wohnen und Spaghetti essen. Komponisten muss man nicht verhätscheln und Schönheit nicht in eine Form zwingen, sagt sie. Schönheit muss herausbrechen. Mit dem Publikum zusammen beginnt die Geschichte und dann merke ich richtig, wenn es gut eben gut läuft, dann lasse ich mich wirklich einfach richtig gehen und erfinde viele Sachen noch einfach neu. Da mache ich manche Dinge anders, als ich sie zu Hause mir überlegt habe und denke mir, das ist auch eine Variante so. Kritiker nennen sie eine Frühvollendete. Aber um Vollendung geht es gar nicht. Wenn sie spielt, stellt sie Fragen und lässt die Antwort offen. Genau das macht es aus. Wir verabschieden uns mit Lou Doyon und ihrer Single Where to Start als Tochter von Jane Birkin und Schwester der Schauspielerin Charlotte Gainsbourg hat man es bestimmt nicht immer leicht, sich selbst zu finden. Als Songwriterin ist es ihr nun geglückt. Nächste Woche begrüßt sie an dieser Stelle Ernst Granditz. Ich wünsche Ihnen ein geruhsames Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen miteinander.